Ist jedenfalls eine gute Möglichkeit, um, wenn man zu viel Koks hat, hier die wieder hier loszuwerden. Aber jetzt muss ich erstmal zusehen, dass ich den Leadstone hinbekomme. Dann wäre jetzt 32. Die machen wir jetzt gleich mal fertig. Unten einen Koks rein und dann kann das schon mal durcheiern. So, den Sand schmeiße ich hier erstmal wieder mit rein. Den Koks schmeiße ich hier erstmal mit dazu. Was ich jetzt noch aufbaue, ist die Logistics Power Station. Power Junction, Entschuldigung. Diese hier ist das. Da brauche ich 6 Eisen, 2 Redstone und einen Redstone Block. Eisen habe ich. Redstone Block kann ich mir bauen. Das heißt, die bauen wir jetzt als nächstes. Die kommt nämlich auch mit aufs Dach. So, machen wir das mal eben so. Das kommt so und das kommt so und den in die Mitte und links und rechts ein Redstone. Die braucht man nämlich, um damit die Sachen dann quasi anzusteuern. Dann ohne dem würde das Lagersystem, wie ich das vorhabe, nicht funktionieren. Das ist quasi die, ja, das zentrale Nervensystem, Feuerung, Stromanschluss, was in der Art. So, habe ich jetzt hier noch mehr pulverisiertes Blei, habe ich noch mehr. Das schmeißen wir gleich mal hinterher. Das wird er zwar so nicht fertig machen, aber besser wie nix. So, dann muss ich jetzt haben meine gesamten Redstone-Vorräte. Hier müsste eigentlich noch irgendwas dran kleben. Da haben wir noch ein bisschen was. Die nehmen wir mal mit rüber. Was ich dann noch brauche, ist noch mehr Pflastersteine. Die werden wir auch noch brauchen. Dann nehmen wir die mit. Ich brauche dringend mehr von allem. So. Kann der dann auch schon mal wieder anfangen hier. Das Rest ist durch. Ist hier noch mehr Blei irgendwo? Lead? Nö, da ist nichts mehr über. Alles klar, dann haben wir das alles fertig. Der ist in Gange. Gut, was ich denn noch mit hochhaben muss, sind jetzt die Bleileitungen, die jetzt langsam fertig werden. Wie war das jetzt noch? Leadstone. War das ein Glas in der Mitte? Genau, es war ein Glas in der Mitte. Da machen wir uns jetzt auch mal ein bisschen was fertig. Da brauche ich jetzt einmal Glas und ein bisschen was zum Verbrennen. Da wäre jetzt natürlich ein bisschen Holzkohle ganz schick. Da möchte ich jetzt ungern den Koks für verbrennen. Kohle auch nicht. Wir haben doch noch eine Holzkohle gehabt. Da ist meine Holzkohle. Ich wusste doch, ich habe sie. Irgendwo war sie. Ist der schon fertig? Ach, 16 Brennvorgänge sind das jetzt nur noch. Das heißt, das bringt das Doppelte wie... Ah, nee, das mache ich... Das mache ich so. Das mache ich so. Hier nehme ich mir nochmal 2 Sand mit raus. Dann kommt das da oben mit rein. Dann passt das auch. Normalerweise waren das mal 32 Brennvorgänge. Jetzt scheint es pro Kokstück nur noch 16 zu sein. Das haben sie also runtergeregelt. Schade eigentlich. Naja, was soll's. Dafür kommt die jetzt ja wesentlich schneller. Also man kann schneller welche herstellen. Man muss dann nur mehr Kohle eben reinschmeißen. So, mal gleich das Glas hier schon mal mitnehmen. 12. Ich bin hier auf Ebene 40. Auf Ebene 70, Ebene 75. Da ganz oben muss der Mist irgendwo hin. Das heißt, ich brauche da ein paar von. Sagen wir mal, Ebene 80 will ich damit mindestens erreichen. Das heißt, ich brauche... Hier kriege ich 6 Stück immer raus, ja. Das heißt, 10 Glas brauche ich. Blei reicht jetzt schon. Dann sehen wir gleich mal weiter. Ach, mit den Bienen kann man anscheinend Blei bekommen. DNA-Extractor, Liquid DNA. Da, Lidencomp. Und den kann man dann benutzen, um da Lead Grains rauszukriegen. Und die kann man benutzen. 4 Stück bringen einen Bleistaub. Also mit diesen Bienen kann man dann eben so ein bisschen
Die sammeln aus irgendeinem Grunde aus ihrer Umgebung Blei ein und machen da zu 5% eine Wabe draus. Also sie kommen selten, aber wenn man nicht viel von dem Zeug braucht, kann man das da gut mit machen. So, da haben wir jetzt den Mist. Das in die Mitte, das außen rum. Und das machen wir mal so. Da haben wir jetzt 60 Energieleitungen. Die muss man auch nicht füllen wie die Sekunde. Es gibt nämlich noch eine andere Art, das wären dann Redstone-Energieleitungen. Um die zu bekommen, muss man, ja, flüssig. Hier, da gibt es die Redstone Energy Conduits, die haben wir ja damals schon gehabt in einem anderen Let's Play und die müssen ja irgendwie wieder gefüllt werden. Den Vorteil hat man jetzt bei der Liedenden nicht. Die hier können 10.000 RF pro Tick produzieren bzw. transferieren und die hier nur 80. Für einen Anfang reichen mir die 80, weil so viel brauche ich hier unten noch nicht. Später werde ich die dann ersetzen. Aber momentan langt mir das noch. So, was brauche ich jetzt noch? Jetzt brauche ich noch einen Hebel, brauche ich auf. Was liegt hier denn rum? Achso, das war noch Bleibahn. Jetzt brauche ich auf jeden Fall noch einen Hebel. Das heißt, ich muss mir einmal ein bisschen Stockkrams holen. So, haben wir es denn? Da haben wir Tropenholzblätter, die nehmen wir gleich mit. Die Steine habe ich drüben noch. Machen wir das Ganze mal so. So, dann haben wir das. Jetzt muss ich mal einmal gucken, wie ich das hier am besten runterkriege. Und vor allem brauche ich die Säge und ich brauche. Habe ich noch Gummibaumholz? Beziehungsweise das kriege ich unten gleich raus. Das ist nicht so das Problem. Das heißt, die Säge nehme ich mir schon mal mit. Der ganze Blödsinn bleibt wieder hier erstmal. Und dann fangen wir mal an, uns jetzt von oben durchzuwühlen nach hier unten, damit wir dann hier die Energieleitung verlegt kriegen. So, ich muss diese Seite oder diese Seite, weil ich nachher mit dem Ding auch noch Richtung. Und ich habe die Axt vergessen, also gehen wir nochmal wieder runter. Ich möchte nachher in die Richtung von der U-Bahn mit den Leitungen hin, um da eventuell auch irgendwelche Karts zu B entladen, bla, ob ich da noch irgendwas an Maschinen hinbauen will. Die andere Seite davon wird dann unser Item-Transport-Gedönsrohr wird dann da hinkommen. Jetzt muss ich nur erstmal gucken, wo ich meine Axt hingelegt habe. Ich meine, die war hier hinten. Hier müsste sie drinne sein. Hier habe ich noch eine Steinspitzhacke, die nehmen wir noch mit. Schaufel nehmen wir mit. Und die Axt nehmen wir mit. Sehr schön. So. Logistics Power Junction. Obwohl, die können wir auch nach unten setzen. Setzen wir jetzt erstmal den. Sekunde, in welche Richtung muss ich jetzt weg mit der. Aha, die Richtung. Okay, das heißt, diese Seite oder diese Seite wird das werden. Und ich entscheide mich jetzt mal spontan für diese Seite. Hier gehen wir jetzt durch. So, und wofür ich nämlich das Holz brauchen wollte, ist nämlich, dass ich die Dings dahin bekomme. Die muss ich mir jetzt gleich mal fertig machen, damit hier nicht noch irgendwelche wilden Teile hier gleich ankommen und uns hier durch die Gegend sprengen. So, hier gehen wir jetzt erstmal bis da und dann muss ich einmal runter und das Ding von außen wieder zumachen. So, das wäre dann nämlich hier. So, und schon sieht es aus, als wäre da nie was anderes gewesen. Sehr schön. So, jetzt muss ich einmal gucken, wo das hier war. Da war das. Gut, das heißt, ich arbeite mich dann hier jetzt gleich mal einmal irgendwo rein, beziehungsweise von unten nach oben werde ich mich jetzt durcharbeiten.
Hoffe ich. So, diese Seite ist das. Okay, da geht das runter. Habe doch eine Schaufel dabei gehabt. Warum nehme ich die nicht? Ich Idiot. So, dann gehen wir mal runter auf Ebene 40. Und fangen hier an, die Energieleitung zu setzen. Und weiter im Text. So, da ist auch schon das, wo ich hin wollte. Muss ich mich hier nur wieder runterarbeiten, ich Idiot. Das hätte ich auch intelligenter lösen können. So, das machen wir jetzt einfach mal so. Arbeiten wir uns jetzt hier wieder nach unten durch. Normalerweise arbeite ich mich einmal ganz nach unten durch mit dem Schacht und schiebe die Energieleitung dann einfach nur mal nur unter mich und arbeite mich dann mit den Energieleitungen wieder nach oben. Das musste ich jetzt nur einmal anders machen, damit ich hier oben überhaupt erstmal den Punkt habe. Ich habe mir gedacht, wenn ich gerade oben bin, kann ich damit auch gleich weitermachen. So, jetzt möchte ich hier einmal was wieder vormachen, nicht, dass hier noch irgendwelche Überraschungen kommen. So, ich glaube, ja, das passt. Und das denn jetzt? Verdammt, weggeschwommen hier. So, dann muss ich hier mal eben das so machen. Das sieht nämlich irgendwie schöner aus, finde ich. So, dann möchte ich jetzt hier nochmal wieder die gerade hingeschwemmten Fackeln einmal hinsetzen. So, habe ich hier noch irgendwas? Ja, das machen wir mal so. Hier drüben fällt das gar nicht groß auf. Das hier fällt schon eher auf. Muss ich mal gucken, wie ich das am besten hinkriege, dass das nicht mehr so völlig sichtbar ist. So, jetzt setzen wir oben gleich erstmal den Generator drauf. Dann möchte ich aber noch zwei, drei Energieleitungen dazwischen haben. Alleine schon für die Schaltung, die ich davor habe. Wo brauche ich an dieser Stelle gar nicht. Das ist erstmal. Mache ich anders. Ich gehe hier gleich ein Stück höher. So, wie man sieht, er lädt sich jetzt auf und zwar mit 40 pro Tick, nicht mit 5 pro Tick, sondern mit glatten 40, was ich sehr begrüße, muss ich sagen. So, jetzt wollen wir hier nochmal einen Hebel hinsetzen. Ich weiß noch nicht, ob ich den hier gleich dran setzen kann, was ich natürlich jetzt nicht kann, was ein bisschen doof ist. Dann setze ich da einfach einen Stein daneben. Machen wir mal so. So, und dann setze ich jetzt hier den Hebel dran. Mal ausprobieren. Apply Redstone Signal. Das funktioniert so nicht. Das heißt, den muss ich da wirklich jetzt daneben setzen. So, funktioniert das jetzt so? Wollen wir mal gucken. Ja, so funktioniert das schon mal. So, okay, der kann erstmal hier schön weiter laden. Sieht man jetzt ja. Die Schaltung dafür baue ich denn, sobald ich das kann. So sieht das schon mal recht gut aus. Jetzt ist die nächste Sache, dass ich unten mal den Pulverizer so ein bisschen mit an das anschließe, was ich da jetzt oben habe, damit ich hier die verbesserte Dings gleich hinkriege, die Energieversorgung. So, ich würde sagen, das liegt schön auf einer Linie hier, dann gehen wir hier gleich oben rein. Oh, es ist 18 Uhr. Der Katzenfutterautomat dreht durch.